Schisch, was geht? Heute gibt es ein neues Video und zwar erspielen wir uns heute die Icon Swaps und ja, machen die Mid- oder Prime-Icon-SBC. Das ist der Plan, aber dafür brauchen wir jetzt noch drei Swaps, die wir uns erspielen. Und dafür erspielen wir uns hier folgende: Zack, einmal Icon-Tausch Serie A. Ja, brauchen wir 10 Siege. Ich denke mal, es geht alles im Golden Goal. Dann Icon-Tausch Bundesliga. Da ist natürlich schwierig, hier sechsmal außerhalb vom Strafraum zu treffen. Und die Premier League, sechsmal Schnitt, sollte kein Problem sein. Das ist das. Und ja, damit starten wir rein. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Serie A. Aber sehen wir gleich. Also, los geht's. Serie A, was haben wir da für ein Team? Das sieht so aus. Ich habe jetzt Lukaku im Sturm. Wir können aber eigentlich auch Caputo in den Sturm stellen diesmal. Letztes Mal haben wir Lukaku genommen. Diesmal nehmen wir Caputo neben Correa. Dann Lozano, Duncan, Tonali und Deulofeu. Hernandez, Smalling, Koulibaly und Hakimi in der Verteidigung und Donnarumma in der Verteidigung, im Tor. Ich denke, das ist ein ganz vernünftiges Team. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Habe ich schon schlechtere Teams gesehen. Also Serie A haben wir schon den einen oder anderen sehr guten Spieler. Auf der Bank dann auch noch Insigne und Lukaku oder hier Ansaldi zum Beispiel. Ja, das ist das. Und in-game sieht das sehr ähnlich aus. Von daher können wir hier in die erste Partie starten. Da haben wir den ersten Gegner. The Wuselig One. Ist das hier. Also, The Wuselig One ist ja auch hier im Chat. Bist du das, mein Lieber? Okay, Flanke rüber auf Caputo. Yes. Und Rage Quit ist drin. Wir machen hier auf jeden Fall alle Golden Goal. Auf geht's. Dann mal den nächsten Gegner mit Toti Lewandowski. Alles klar. Gute Grätsche von Tonali, aber Lazaro rennt einfach weiter. Oh, krass. Starkes Tor. Und da der nächste Gegner mit Serie A. Okay, das ist unser Team doch deutlich besser. Und Korea, yes. Und da haben wir den nächsten Gegner, Scorpions, Serie A. Haben wir auch das deutlich bessere Team. Ja, aber jetzt habt ihr mich auf den Geschmack gebracht. Ich habe gerade richtig Bock, auf den Fußballplatz zu gehen und einfach so ein bisschen zu kicken. Komm, Caputo. Yes, Caputo. Mach kaputt, was noch nicht kaputt ist. Und damit gewinnen wir hier nach 3 Minuten perfekt. Wir machen weiter mit diesem Gegner hier. Der setzt sich auf jeden Fall ein für Weed, offensichtlich. Bundesliga, let's go. So, das ist auf jeden Fall einer. Ah, Deulofeu! Bro. Komm, Smalling, hast du, oder? Scheiße. So, nächster Gegner, Jambari. Jambari, Jambari. Interessant, interessant. Premier League. Ja, Huhu mal erst, Alter. No! Elfmeter! Elfmeter, Elfmeter! Scheiße. Komm her. Herr Jones, was willst du? Ich bin Donnarumma. Ich bleib stehen. Ich bin Donnarumma und bleib stehen und kassiere. Leverkusen. Bundesliga. Ah, Rota Wamangituka. Interessant. Oh, sehr schöne Bewegung von Korea. Yes. So, Keksfabrik ist der nächste Gegner mit Premier League. So, Steilpass und der Lupfer Caputo. Ja, noch hier wieder nach 2 Minuten 30, ähnlich wie im Spiel davor. FC Legion. Boah, dieser 89er Lautaro Martinez, den hätte ich auch gerne. Oh, da ist jetzt aber viel Platz. Caputo. Caputo. Caputo! Hombre. Komm, Caputo. Ja, muss man lupfen mit dem oder was ist das? Was ist denn das?
Oh Junge, was macht er hier den Ausgleich, ey? Und jetzt quittet er. Was ein Mensch. Okay, quittet nicht, aber trotzdem, was ein Mensch. So, jetzt machen wir hier den nächsten Treffer. Da ist er. 2-1. Oh, was ein Treffer von Lozano Irving. So, Korea, yes. Schade. Oh, gute Flanke, muss man dem lassen. Donali, so, was sagt ihr? R1 Kreis und R1 Dreieck. Ach, scheiße, zu spät. Nachdem wir hier über die komplette Distanz gehen mussten, machen wir weiter. Swobodczyk, nächster Gegner mit Bundesliga. Caputo, sehr gut. Hier kommen wir jetzt gut durch, wieder nach 10 Minuten. GW Mausbach mit Deulofeu und Lautaro Martinez. Und Dybala. So, der kommt. Und der Lupfer, der kommt auch. Sahne, Korea. Nächster Sieg nach diesmal 19 Minuten. Also die Spiele werden länger, gefühlt. So, nächster Gegner, AFCA Shark. Alles klar. Serie A. No. German Gunners. Interessant. Serie A Team. Mit Cristiano Ronaldo. Ah, jetzt verlieren wir hier. Schade. Raffi mit einem Serie A-Team als nächstes. Diesmal ohne Ronaldo. Komm jetzt. Ja, Caputo. Gegner geht raus. Perfekt, perfekt. Nach 25 Minuten und 6 Schüssen. Pritch, der nächste Gegner. Pritch. Premier League. Yes, Lozano. Diesmal ging es wieder schnell nach 3 Minuten. Wir sind mit allem durch hier bei dem Objective. Das heißt, wir holen uns jetzt schon mal den ersten Token ab, den guten Eriksen. Top. Das heißt, einen haben wir, zwei müssen wir noch. Und der nächste, den wir uns holen, wird das Schwierigste. 6-mal von außerhalb des Strafraums treffen. Auch noch in 6 separaten Partien. Das ist halt echt hart. Aber gut, wir müssen mal gucken, was wir hier Bundesliga-technisch so aufzustellen haben. Da wechseln wir natürlich dann einmal erstmal den Squad, das Team. Für Bundesliga habe ich dann noch was. Wir müssen noch irgendwas haben. Aber da sind natürlich einige Spieler nicht mehr im Kader. Habe ich schon SBCs abgegeben. Also, Bundesliga. Was haben wir? Huntelaar haben wir uns natürlich erspielt. So, Neuer, Renier. Sind schon ein paar gute dabei. Also gerade über Huntelaar bin ich jetzt sehr froh bei diesem Objective. Und über Renier selbstverständlich auch. Dass wir uns da die Mühe gemacht haben, die zu erspielen. Weil das kann man jetzt super nutzen. Reus hat da wahrscheinlich auch einen guten Fernschuss. Was gibt's denn noch? Jahn ist sonst noch eine gute Karte. Ah. Ich glaube, ich nehme Jahn noch mit rein. Und von denen hier oben, ich glaube. Ja. Acuña ist halt nicht so geil. Ich tue ihn mal auf die Reserve, aber ich glaube nicht, dass wir da jemanden brauchen. So, dann bauen wir das Team. Also. Sinkgraven oder Davies? Eigentlich ist Davies was besser, ne? Sinkgraven könnte man in der Innenverteidigung spielen. Wo ist eigentlich Mukiele? Da ist Mukiele.
Okay. So, Hinteregger kommt rein. Und Stürmer spielen auf jeden Fall mit Huntelaar. Ne, 4-4-2 wollte ich machen. Wo sit? Da. So, mit Huntelaar und Renier. Huntelaar. Was sollen wir die überkreuzen? Weil wir müssen ja außerhalb vom Strafraum treffen. Dann macht es vielleicht so mehr Sinn für Schlenzer. So, Guendouzi kommt rein. Das ist ja die Frage, Kunja oder Reus? Nehmen wir mal Kunja. So, ins Tor kommt Manuel Neuer. LM haben wir keinen. LM haben wir tatsächlich niemanden. Muss mal gucken. Ja, Coman nehmen wir da. So. Oder Douglas Costa. Ja, komm. Sind beide aber nicht so geil. Oder Bailey. Ah, Bailey hat nur 2 Sterne schwacher Fuß, ne? Machen wir das so. So. Tolisso hat gute Fernschüsse. Aber kann der schlänzen? Und habe ich den? Ich glaube, ich habe den nicht mal. Tolisso habe ich bestimmt in irgendeine SBC abgegeben. Ne. Kein Tolisso. Gut, dann müssen wir noch die Bank auffüllen und diese ganzen die Karten hier wegmachen. Und dann haben wir das Team beisammen. So sieht's aus. Hier ist Sinkgraven in der Innenverteidigung, Davies daneben, Hinteregger und Mukiele im Mittelfeld, Bellarabi, Kunja, Guendouzi und Douglas Costa und vorne Renier und Huntelaar auf dem jeweils falschen Fuß, damit wir reinschlenzen können aus der Distanz. Das ist so ein bisschen der Plan. Aber wir müssen mal gucken, vielleicht hat Reus einen besseren Fernschuss als Kunja. Also das müsste er ja können eigentlich, ne? Effe 88, Fernschuss ja 83. Fernschuss 83, hat aber diesen angeschnittenen Schuss-Trade. Den hat er nicht. Und bei ihm die Fernschüsse 85. Und Effe 86. Hm. Ja, ist Reus vielleicht doch besser, ne? Dann nehmen wir da Reus. So. Das ist das Team. Damit gehen wir rein. So. Der macht dasselbe. Okay. Ah, Wamagitu kam auch noch. Stimmt. Den können wir eigentlich auf LM tun. Ah, guter Ball. Und Renier. Yes. Bellarabi. Muss ein bisschen eklig spielen, dann gehen die Gegner aus. Perfekt. 2-0. FC Döner, der nächste Gegner. Mit Serie A. Okay. Und Hunter. Ey, mach doch einen Ball rein, ey. Schade. Boah, das gibt's doch nicht. Gegner macht außerhalb vom Strafraum, ey. So, da haben wir die ganzen Token hier alle erspielt. Die schicken wir jetzt ab. 10 Stück für das mittlere oder Prime Icon Pack. So. Abgeschlossen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ein mittleres oder Prime Icon Pack. Untauschbar. Mittleres oder Prime Icon Pack. Machen wir auf. In 3, 2, 1. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Let's go. Gar nicht lang drum rumreden, let's go. Also, mittlere oder Prime Icon Pack? Argentinien, Sonetti.
Das war es komplett, würde ich sagen, an der Stelle, ne? Boah, ey, was für Sanetti. Was für Sanetti, ey. Ich habe, glaube ich, 50 Rechtsverteidiger, die besser sind als Sanetti. Also das hat schon mal gar nicht gelohnt, ne? Dafür habe ich God Battles geschwitzt. Zwei Sterne mit Spezialbewegung. Vier Sterne schwacher Fuß. Und nicht mal Maximum Pace, wa? Das ist halt echt richtig kacke. Das ist eine Karte, die ich noch nicht mal benutzen kann, so wirklich. Das ist richtig kacke. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Das ist richtig kacke. SBC-Fodder, ja, ist so. Ey. Das ist wirklich SBC-Fodder. Diese Sanetti-Karte. Ja, Sanetti, ne? Also selbst hier so Team-Link-technisch macht er nicht so viel Sinn. So Rechtsverteidiger, wir haben halt Kleiber, Mukiele selbst ist besser gefühlt. Dann Dest ist auch besser. Gut, den können wir verkaufen, aber trotzdem. Ja, Sanetti ist halt echt Müll. Also was ist Müll? Es gibt noch schlimmere, aber es ist halt echt nichts, worüber man sich, oder worüber ich mich freue bei meinen Spielern, weil ich da einfach bessere Optionen habe. Aber gut, ist so wie es ist. Da machst du halt nichts. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, drückt auf die Glocke, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.